Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Paladinen von Horus bei Stellaris in unserer frühen Expansionsphase weiterhin. Ich mache die Zeit direkt an, damit es hier weitergeht. Wir haben uns von Arctus aufgeschwungen zu den Sternen, wo immer noch unsere mickrige kleine Korvettenflotte sich befindet. Da können wir tatsächlich bei Gelegenheit gleich mal was Neues bauen. Und sind hier gerade in Yakuri fertig mit dem Erforschen, bauen da leider noch keine Sternenbasis, aber ziehen weiter ins nächste System und erforschen hier oben die Ränder des uns bekannten Weltraums, um da, sag ich mal, unsere erste wichtigste Grenze aufzubauen. Und was wir als erstes jetzt mal machen, ist, wir knüpfen uns mal den Schiffsdesigner vor. Ich muss sagen, das ist der Teil des Spiels, ja, den finde ich etwas aufwendig und mache ich auch nicht so gerne, aber ich mache es mal. Wir können hier einmal Verteidigungsplattform und Korvetten designen jetzt. Und zwar gibt es jetzt hier die Malugenesis. Moment. Erstmal machen wir das tatsächlich. Wir haben eine neue Tradition verfügbar und das ist natürlich eine super Sache jetzt, weil jetzt werden unsere Sternenbasen um 10% billiger und das nehmen wir auf jeden Fall. So. Ja, unsere Sternbasen sind schon aus irgendeinem Grund günstiger. Ich muss mal eben gerade gucken, welcher Grund das gewesen ist. War das hier irgendwo dabei? Ne. Irgendwo hatten wir einen Grund, warum Sternbasen billiger sind. Ich glaube, er hier war das, ne? War er das? Ja, Einflusskosten Sternbasen. Ja, unser Serlago, unser Paladin. Ich sozusagen. Ich persönlich mache die Sternbasen billiger. nein, ich wollte den Schiffsdesigner. Ich darf mich nicht immer so ablenken lassen. Und ich baue jetzt mal eine neue Korvette-Vorlage. Und zwar muss man hier mal so eine Sektion auswählen. Ich werde zwei verschiedene Korvetten bauen. Construction complete. Eine defensive Korvette hier mit so einer Punktverteidigung. Die Punktverteidigung schießt gegnerische Projektile ab. Also die ist gut, um gegen gegnerische Raketen vorzugehen. Die bauen wir mal. Und wir machen im Hintergrund jetzt Pause. Das machen wir jetzt mal eben fertig. Da haben wir jetzt verschiedene Slots, die wir legen können. Das ist ein relativ aufwendiges Prozedere, was ich auch nicht hundertprozentig komplett durchblicke und dementsprechend auch nicht unbedingt euch toll erklären kann. Aber ich versuch's mal. Also, ich habe jetzt hier mit diesem Wachschiff habe ich ein Punktverteidigungssystem-Slot und zwei kleine Slots, S-Slots. Es gibt noch M- und L-Slots und es gibt auch noch andere so Spezialslots, die kommen erst später. Damit fangen wir jetzt mal an. Wir können jetzt entweder eine Wächterpunktverteidigung bauen. Was macht die? Die macht einen täglichen Durchschnittsschaden von 3,75. Und diese Flak-Batterie hier, die macht 3 und minus 75% Panzerungsschaden machen beide. Die hat 30 Reichweite, die auch. Die hat eine Ordnung von nur 10%, eine Genauigkeit von 75%, die hat eine Ordnung von 50%, eine Genauigkeit auch von 75%. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, was Ordnung ist, wie die funktioniert. Summa summarum sehe ich jetzt diese Wächterpunktverteidigung erstmal vorne. Baue die jetzt hier ein. Die macht einfach einen höheren täglichen Durchschnittsschaden, das muss jetzt mal reichen. So, und dann habe ich jetzt hier noch zwei S-Slots im Hinterkopf behalten. Das hier soll unser kleines Abfangschiff sein, das soll Raketen abschießen und ich finde, das soll andere kleine Schiffe abschießen später. Also das ist kein Schiff, was zum Schaden machen da ist, sondern das ist das Schiff sozusagen, was den Schwarm auflöst und was von unseren großen Schiffen kleinen wuseligen Schaden abhalten soll. So, das hier wäre der kleine rote Laser, der macht minus 50% Schildschaden, dafür plus 50% Panzerungsschaden. So, das funktioniert immer so, erst kommt der Schild, dann kommt die Panzerung, dann kommen die Lebenspunkte. Ja, also man muss sich erst durch den Schild schießen, dann muss man sich durch die Panzerung schießen und dann kommt man ans Nougat. Und hier das Ding macht plus 50% Schildschaden und minus 50% Panzerungsschaden, der Massebeschleuniger. Schaden macht der Massebeschleuniger 2,3 ungefähr und das hier macht 2,15, das ist also fast das gleiche eigentlich. Ich würde sagen, Genauigkeit 90%, Genauigkeit 75%. Ich möchte das, was genauer schießt, haben, weil ich auf kleine, wuselige, schnelle Schiffe schießen möchte. Also brauche ich hier rote Laser ein. Machen wir das so. Oh, das ist schlau gebaut, schaut mal hier. Der Laserturm, der wird bestimmt viel Schaden anrichten. Den kann man auch hervorragend drehen. Also das, doch, da hat sich einer richtig was überlegt. Naja, sei es wie es ist. Den Designnamen. Wieso kann ich denn hier keine Änderungen machen?
Autovorlage. Übernimmt die Kontrolle. Nein, ich will nicht Autovorlage. Speichern. Ich kann auch nicht speichern. Spannend. Ich glaube, ich habe was Falsches angeklickt. Das war ja schnell wieder zusammen. Schiffsdesigner, neue Vorlage. Eine Korvette. Ein Wachschiff. Mit einer rechter Punktverteidigung. Und zwei roten Laser. Wir machen erstmal hier mit den Zubehörslots weiter. Vielleicht liegt es daran, dass ich die noch nicht gefüllt habe. Merkwürdig. Okay. So, jetzt sehen wir hier, wir haben eine Leistung, also einen positiven Leistungsüberschuss von 30. Wir haben also mehr Energie in diesem Schiff, als es verbraucht, die einzelnen Komponenten. Das heißt, wir könnten jetzt hier noch was supporten, was Energie verbraucht. Zum Beispiel Deflektorschilde. Diese Deflektorschilde auf Größe S brauchen 15 Energie. Ich könnte zwei davon einbauen. Und dann gibt es noch diese Nanokompositpanzerung, das ist so fixe Panzerung. Dann machen wir das doch so. Dann gehen wir auf Schilde und Panzerung. Dann haben wir hier genau eine Leistung von 0. Und jetzt könnten wir noch einen Reaktorverstärker einbauen. Ehrlich gesagt brauchen wir den im Moment aber nicht. Warum kann ich das jetzt hier nicht speichern? Das Problem hatte ich schon mal. Dieser Haken ist es, glaube ich, ne? Dieser Haken ist es. Das ist blöd gemacht. Das Spiel will einen irgendwie dazu verleiten, das automatisch zu machen. Das Problem ist, wenn man es automatisch macht, ist es meistens schlecht. Oder man hat überhaupt keine Kontrolle und man hat auch sehr, sehr viele Forschungen. Die erforscht man dann bloß und man weiß nicht so richtig, wofür sie da gewesen sind und so. Irgendwie finde ich es netter, das dann doch zu designen. Man muss sich da irgendwie einmal so reinfrickeln, dann passt das schon. Ich lasse den Slot hier leer und die Designnamen wähle ich jetzt und zwar habe ich beschlossen, dass ich Charaktere aus unserer Rollenspielgruppe nehme. Entsprechend ist das hier die Margret-Klasse. Das ist unsere Bardin, falls es irgendjemand interessiert. Das ist die, ne, die Schaden von uns allen abhält. Die kleine Korvette, die direkt ums Herum wieselt und wuselt. Das ist die Margret. Wir löschen das automatische Design, das es hier gibt. Und ja, dieses wunderschöne kleine Standardschiff ist unsere Margret. Wir machen noch eine zweite Korvette, die auf Schaden ausgelegt ist. Und zwar haben wir hier, was ist das denn nochmal? Das Raketenboot. Da könnte ich jetzt theoretisch selbst mit Raketen schießen. Raketen habe ich schon mal im Durchgang gemacht, ist riskant. Weil wenn die gegnerische Punktverteidigung stark ist, dann macht man gar nichts mehr mit Raketen. Die werden dann einfach nur aus der Luft geschossen und machen überhaupt keinen Schaden. Deswegen werde ich Abfangjäger bauen. Perspektivisch, die werden niemals hier, also Korvetten werden niemals gegen richtig große Schiffe was tun. Also lassen wir es direkt sein. Und zwar wollen wir hier, wir haben die roten Laser in dem anderen Ding drin, die machen viel Panzerung, wenig Schild. Würde ich sagen, machen wir hier einen Schwerpunkt auf Schildschaden. Aber nicht nur, wir machen hier auch Panzerungsschaden rein. Also wir wollen hier ein bisschen flexibel sein mit dem Abfangjäger. Bauen hier außerdem das gleiche Set aber rein. Mehr Schilde, weniger Panzerung. Und haben hier im Moment noch keinen Bedarf an einem Reaktorverstärker. Hier gibt es noch zig Komponenten, die wir erforschen können. Hier ist der eigentliche, also den Teil kann ich mir eben zeigen. Hier gibt es einen Reaktor, das ist die Menge an Energie, die wir zur Verfügung haben. Im Moment habe ich von allem jeweils so das erste zur Auswahl. Ne? Da gibt es halt hinterher noch deutlich bessere Reaktoren. Dann habe ich hier dieses Antriebssystem, das ist der langsamste Antrieb, den es im Moment gibt, aber Hyperantrieb und chemisches Triebwerk. Das ist, wie schnell bewege ich mich auf der Karte und wie schnell bewege ich mich zwischen einzelnen Sternensystemen. Das sind so zwei verschiedene Geschwindigkeiten eben. Radarsystem ist, wie weit kann ich gucken, auch eine schöne Sache. Und der Gefechtscomputer hier ist, ja, damit kann man so verschiedene Taktiken einstellen. Die sind dann
hinterher. Auch interessant, zeige ich mal, wenn ich irgendwas erforscht habe. Und das hier wird die Bredon-Klasse. Das ist das kleine Nervige. Das ist unser Halbling-Zauberer in unserer Gruppe. Ja, und diese beiden Schiffe. Kann man jetzt bauen bei uns. Und jetzt werde ich mal die diese Dinge hier nehmen. Die kann ich jetzt verbessern. Jetzt muss ich mal gucken, zu was werden die denn verbessert. Okay. Vessels upgraded. Alles klar. Jetzt habe ich diese drei Schiffe von ihrer ursprünglichen Klasse verbessert zu Bredon-Klassen. Und jetzt würde ich hingehen in der Schiffswerft. Und auch noch Margret-Klassen dazu bauen. Höher als drei. Und dann haben wir mal so ein bisschen Flotte. Gut, mehr als drei ging eh nicht. Haben wir es doch genau ausgetüftelt. Jo, dann haben wir. Antagram ist fertig erforscht. Oh, hier haben wir gar keine Befehle mehr. Warum? Irgendwie habe ich den Moment verpasst scheinbar. Dann gehen wir schnell hier weiter erkunden. Und hier sind wir noch am Erkunden, haben noch vier Befehle übrig, wunderbar. Und hier haben wir noch fünf Befehle übrig, alles klar. So, wir haben Schiffe gelayoutet. Technology secured. Und, ah super, endlich werden mal Forschungen fertig. Das geht eigentlich sehr, sehr viel schneller später. Wir haben Quantentheorie erforscht, das heißt, wir haben 20% erhöhte Physikforschungsgeschwindigkeit jetzt. Und jetzt können wir uns endlich mal für was Richtiges entscheiden. Was gibt es da zur Auswahl? Ja, 10% mehr Forschung durch Forschungsstationen, verbesserte Deflektoren, finde ich eigentlich sehr, sehr sexy gerade. Und globale Energieverwaltung, das ist nicht ganz so entscheidend, das sind so ein Erlass, den man rausgeben kann. Der ist auch nicht schlecht, ne? Da kann man die Creditproduktion, die planetare, kann man damit verbessern. Aber wir sind eigentlich eher militärisch drauf, deswegen überlege ich, die verbesserten Deflektoren zu nehmen. Allerdings muss ich euch sagen, Leute, 0G-Labore, ne? Also Prozentforschung ist immer gut, allerdings, komm, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, die ich sonst nicht so treffe. 10% Produktion von Forschungsstationen ist nicht so viel im Moment. Ne? Also das wird irgendwann viel sein, aber im Moment ist 10% von hier den, keine Ahnung, wie viel habe ich jetzt hier? Vielleicht nix. Also so 3, 4, 5 Pünktchen, da gibt es vielleicht einen Punkt auf jeder Spalte. Das wird hinterher exponentiell mehr und da bauen natürlich auch noch andere Forschungen drauf auf, aber ich möchte jetzt die verbesserten Deflektoren haben, damit ich direkt einen Militärboost habe. Direkt am Anfang irgendwo drin militärisch besser sein als die anderen, deswegen gehe ich jetzt mal auf die Deflektoren. Wir sind schließlich die Paladine von Horus, wir sind das Schild der Leere, wir sind die Verteidiger der Schwachen. Und wir können hier nicht uns mit lumpigen Schiffen auf der minimalen Technologiestufe abgeben. So, wir haben übrigens 76 Einfluss. Wir hätten also eigentlich genug, um unsere nächste Sternenbasis zu bauen. Das Ding ist, ich möchte gerne Ortama als nächstes bauen. Und Ortama ist noch nicht fertig erforscht, aber mehr oder weniger, also ganz kurz davor. Und deswegen bewegen wir uns da schon mal hin. Und eigentlich wäre Lerzurmon auch ein System. Ich würde sagen, da schicken wir das andere Konstruktionsschiff schon mal so präventiv hin. Weil in der... Oh, das ist spannend hier, aber Moment, alles zu seiner Zeit. Lerzurmon ist der andere arktische Planet, den wir gerne erforschen wollen. So. Wir haben ein Aufeinandertreffen in Sauezuno. Da sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren können, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Zeta-Aliens gekennzeichnet. Wir sollten vorsichtig fortfahren. So, und jetzt haben wir ein neues Spezialprojekt Zeta-Aliens untersuchen. Das gucken wir uns gleich an. Endlich! Kontaktbericht. Enigmatischer Weltraumfahrer. Endlich! Wir vom Paladin von Horus haben endlich andere Sternenwanderer getroffen. Obwohl wir ihre Absicht nicht kennen und sie uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, kann die Stimmung auf Horus nach dem Bericht unserer Erstkontaktflotte am besten als schwärmerisch bezeichnet werden. Verblüffend. Alles klar. Da haben wir die anderen Aliens getroffen. Die gucken wir uns mal an. Okay, ja, ich kann euch leider schon... ich will es nicht spoilern, aber da hat man schon sehr deutlich erkannt. So, ihr seht hier, die haben 1000 Militärmacht. Und das ist hier was
Quallenartiges, organisches. 1000 Militär macht das natürlich massiv mehr als unsere aktuellen Möglichkeiten hergeben. Wenn ihr schauen wollt, hier unsere Militärflotte, da ist jetzt noch ein Schiff im Bau, aber die hat 230 Militärmacht. Aber diese merkwürdigen Kreaturen, die wollen wir natürlich unbedingt erforschen. Die Zeta-Aliens, das würde 19 Monate dauern. Das werden wir machen. Das werden wir aber erst machen, wenn diese 6 Monate hier rum sind und unsere Sozialforschung verbessert ist. Dann dauert es nämlich auch etwas weniger als 19 Monate. Das ist Ende diesen Jahres, so ist der Fall. So, hier sind wir am Forschen. Aber wie aufregend ist das denn, Leute? Wir haben intelligentes Leben im Weltraum getroffen. Wir sind, oder ich weiß nicht, wie intelligent es ist, auf jeden Fall organisches, lebendiges, aktives Leben haben wir getroffen im Weltraum. Wir sind nicht allein und da ist irgendwas ist da draußen, was das Anomalie gefällt. So, und hier haben wir eine Anomalie gefunden. Atmosphärische Stürme, auch im Sauzino-System. In der oberen Atmosphäre dieses Gasriesen sind gewaltige Stürme zu beobachten. Es könnte sich lohnen, sie eingehender zu studieren. Eine Routineoperation. Das möchte ich tatsächlich direkt erforschen, weil ich da jetzt eh keine Eile habe, in dem System weiterzukommen. Bis wir uns dahin ausdehnen, ist Weihnachten. Können wir also direkt machen. Dann, wo sind wir denn? Das Konstruktionsschiff ist da. Und hier sind wir mit dem letzten Planeten zugange, mit der Alpius. Was haben wir hier schon gefunden? Wir haben hier 4 Credits, 4 Mineralien und 2 Handelswerte. Soweit, so gut. Kann man erstmal mit arbeiten. Oh, 666 unheilige Mineralien haben wir gerade. Wir haben eigentlich Kohle. Wir könnten mal gucken, was wir auf Europa was bauen wollen. Allerdings haben wir hier insbesondere verfügbare Jobs. Und leider recht wenig, was wir damit machen können. Unser Tempel steht allerdings hier, ne? So, unsere Konsumgüterbilanz ist sehr schlecht. Wir brauchen mehr Konsumgüter. Wenn ich jetzt noch irgendwas baue, was Konsumgüter verbraucht, dann haben wir eine Negativbilanz. Und da wir insgesamt einen niedrigen Bestand haben, wird uns das sehr, sehr schnell in die Pleite treiben. Deswegen bauen wir nichts, was die aufbraucht. Aber wir könnten hier zum Beispiel das Holotheater bauen. Da können wir Legierungen in Einigkeit, Dienstleistung und Flottenkapazität umwandeln. Und das Holotheater, ich sehe das hier so als ja, unsere Duellarena. Ja, also die Paladine führen da Kriegsschauspiele auf im Holotheater, um das Volk zu unterhalten und zu inspirieren. Und da wir da Legierungen brauchen und keine Konsumgüter, werden wir das mal machen. Auch wenn mir klar ist, dass die Legierungen eigentlich wichtig sind zum Schiffsbau und sowas, aber ich möchte gerne den Gebäudeslot voll bauen. Ja, und da Fortschritte erzielen. Des Weiteren, wir haben Geld ohne Ende. Ja, ohne Ende ist natürlich relativ, aber 1000 ist für den Anfang jetzt schon mal gar nicht so wenig. Wir könnten mal gucken nach Erlassen. Aber da gibt es keine für Geld, da gibt es nur welche für unseren Einfluss und den brauchen wir jetzt für andere Sachen. Deswegen kommt es leider gerade nicht in Frage, dass wir da irgendwas tun. So, Otama könnte jetzt mal langsam fertig erforscht werden. Da wäre ich ein großer Fan. Da sind wir in Bewegung mit der Alypius. So, ich weiß tatsächlich ja noch einen Namen. Die Alypius binden wir auch mal um. Und zwar, wir spielen die Kampagne, wie heißt sie denn eigentlich auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. War for the Crown. Krieg um die Krone wahrscheinlich. Da geht es. Eine wesentliche Figur ist die Eutropia. So. Extreme Stürme. In der Atmosphäre von Sauezuno 2 gibt es regelmäßig gewaltige und heftige Sturmsysteme. Aus dem Orbit sind mehrere Dutzend tobende Stürme sichtbar, deren Windgeschwindigkeiten oft mehr als 700 Meter pro Sekunde erreichen. Da wir im Klima des Planeten keine ursächliche Erklärung für diese Stürme gefunden haben, ist ihr Grund für uns nicht immer unmittelbar erkennbar. Unsere Wissenschaftler sind an der Untersuchung dieser Anomalie interessiert. Ja, da kriegen wir plus 3 Physikforschung auf dem Planeten, was wir hier Technology schon mal haben. Also diesen Weg hier zu gehen, wird unsere Physikforschung doch um einiges vorwärts bringen. Apropos Star System charted. Ja, eins nach dem anderen.
Unsere Sozialforschung ist jetzt um 20% erhöht, wunderbar. Dann können wir jetzt hier endlich auch was auswählen. Und was haben wir da zur Auswahl? Wir könnten ein neues Sternenbasisgebäude, Weltraumhandelsunternehmen, das ist noch so ein bisschen oberhalb unserer Kragenweite, außerdem ist Handel jetzt nicht unser Primärziel. Wir könnten Hydrokulturfarmen machen, damit würden wir unsere Nahrungsmittelproduktion pushen. Als Gebäude ist auch keine schlechte Sache und als Sternenbasisgebäude gibt es das auch. Oder wir erhöhen die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Bewohner mit DNA-Mapping. Tja, jetzt komme ich ein bisschen in die Bedouille. Thema rollenspielerischer Ansatz. Was würde Lago tun? Was würden die edlen Paladine tun im Bereich der Sozialforschung? Ganz ehrlich, da ist jetzt nichts, was in unseren beschützerischen, militärischen Drang uns vorwärts bringt. Daher würde ich mal sagen, entscheide ich mich für das, was ich für das Beste für uns halte, und das ist das DNA-Mapping, dass wir einfach schneller Bewohner bekommen. Das pusht uns am Anfang jetzt erstmal ein Stück weit und das haben wir nötig. Aber das dauert noch ein bisschen mit der Sozialforschung, weil wir hier im Situationsprotokoll die CETA-Aliens erstmal erforschen wollen. Jetzt sind es 18 Monate statt 19. Hat jetzt nicht die Welt gebracht zu warten, aber eins nach dem anderen, sagt man. Ne? Wer erforscht jetzt erstmal die CETA-Aliens, ist irgendwann im übernächsten Jahr fertig. Machen die pro Folge bestimmt 2 Jahre oder mehr. Das heißt, ja, das könnte diese Folge so noch der Fall sein. Star System Chartered habe ich gerade irgendwo gehört. Genau, das Ortama-System ist jetzt erforscht. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann erstens mein Forschungsschiff. Oh, wir nehmen definitiv nicht diese Level 7-Anomalie hier. Oh mein Gott. Die habe ich gar nicht gesehen. Achso, das war irgendwann von dem Hintergrund, weil. SL9AT speit regelmäßig eine alarmierend vielseitige Mischung aus Partikeln und Strahlung in den Weltraum. Gruselig. Schwierigkeit schwer. Anomaliestufe 7. Aber es ist ein strahlender Asteroid. Achso, ja. So heißt es einfach. Okay, also, was machen wir? Zum Ersten wird die ISS Phönizia, unser Kolonieschiff, hingehen und hier einen Sternenbasis-Ausposten bauen. Mein Gott, habt ihr gesehen? Das hat 56 Einfluss nur gekostet. Das ist super günstig. Das ist sehr schön. Und zum anderen, also 56 ist sehr, sehr wenig. Wir haben mit 100 angefangen. Ich habe das hatte ich auch noch nicht mit diesem doppelten Bonus. Das ist eine coole Sache. Und dann gehen wir hier weiter erkunden, haben wir gesagt. Ne? Wir wollen hier gerne die Schleife uns anschauen. Ob hier, ich glaube, hier ist keine Verbindung mehr. Ich glaube, das gehört einfach uns. Aber ich erforsche mal ein, zwei Systeme in die Richtung, um da Sicherheit zu haben. Ansonsten können wir das hier erstmal in Ruhe brach liegen lassen und da uns später mit beschäftigen. Das war, glaube ich, das, was ich da machen wollte. Ne? Mhm. Ja. So. Wundervoll. Ja. Dann einmal kurz die Schiffe durchgehen. Hier haben wir nur noch 2 Befehle. Also Saul Suno ist kurz davor, fertig erforscht zu sein. Dann gehen wir weiter in diesen Arm der Galaxie. Immer noch ist es sehr einsam in den Weiten des Weltraums. Allerdings die CETA-Aliens, die sind hier natürlich noch, mit denen wir uns noch beschäftigen müssen. Ich würde sagen, dass wir allmählich uns dann mal mit dem Inneren beschäftigen, sprich uns hier mal die archäologische Stätte anschauen. Und in Zom hier oben, wo sind wir da? Da haben wir noch 4 Befehle. Zom ist mir sehr wichtig. Zom ist das System meiner Träume und da gibt es eine aride Welt. Eine aride Welt ist, glaube ich, aride ist, glaube ich, trocken, relativ, ja, also Star System Chart. Nicht ganz so Wüste ist, glaube ich, aride. Werden wir uns auch bestimmt irgendwann noch mit beschäftigen. So, das ist die Sextaninius. Die ist jetzt fertig mit Sauzuno. Und ich würde sagen, gehen wir noch weiter in die Richtung hier oder geben uns jemand mit zufrieden? Also angenommen, wir hätten das hier und das hier. So, das könnte irgendwann mal so unser Tortenstück sein von der Galaxie hier. Soll das für uns erstmal genug sein, ist die Frage. Das kommt immer ganz stark darauf an, ob neben uns jemand ist, der uns feindlich gesonnen ist oder ob neben uns Freunde wohnen. Was wir natürlich nicht wissen. Ich würde sagen, wir lassen es hier erstmal gut sein und gehen mal zurück nach Arktus und graben endlich die archäologische Stätte aus und finden mehr raus über die Welt, in der wir leben. Das muss ja auch mal irgendwann jemand machen. Und hier sind wir nach Brink.
Construction complete. Ja, ne? In Ojama bauen wir jetzt hier die verfügbaren Bergbaustationen. Oh. Anomaly found. Ah, okay. Im Bringsystem haben wir jetzt direkt mystische Funde. Unsere Erkundung hat etwas gefunden. Unsere Erkundung? Was das Wissenschaftsteam nur als mystisch bezeichnen kann. Zur Erhüllung dieses Geheimnisses müssen wir das Phänomen detaillierter untersuchen. Also ich finde, wenn man es noch detaillierter beschreibt, dann ist ja schon total klar, was passiert. Nehmen wir mal ernst. Das sagt mir jetzt gar nichts, aber ist schwer, mache ich deswegen nicht. Ne? Der Herr Novius, der soll sich erstmal auseinandersetzen. So, das war das, das war das, das war das. Soweit so gut. Technologie erforscht, Nanomechanik. So, jetzt haben wir hier auch die 20% und können irgendwas Vernünftiges erforschen. Was machen wir hier? Ah, da sehe ich doch schon coole Sachen. Also, Nachbrenner. Nachbrenner ist so ein Zusatzmodul, was man einbauen kann. Zum Beispiel auch auf dem Slot, den wir leer gelassen haben. Allerdings haben wir keine Energie dafür, kann ich euch schon mal sagen, den jetzt sofort zu verbauen. Aber grundsätzlich wäre das ein kurzfristiger Geschwindigkeitsboost. Damit kommen die Schiffe schneller ins Gefecht. Also man verliert weniger auf dem Weg ins Gefecht, weil wir schneller ankommen. Das hier sind standardisierte Korvetten. Damit bauen wir die schneller und sie sind günstiger. Und das ist ein verbessertes Geschütz, nämlich das Gauss-Geschütz. Ja. Das ist, können wir gucken, macht Kinetik-Schaden, also das sind Projektilwaffen. Das macht zusätzlichen Schildschaden und weniger Panzerungsschaden und insgesamt einfach mehr Schaden als das, was wir im Moment machen. Das finde ich zwar eine verlockende Sache, aber ich möchte gerne die standardisierten Korvetten haben, weil Korvetten werden wir sehr, sehr viele bauen im Laufe des Spiels und dann haben wir schon mal welche. Also dann haben wir günstigere Korvetten, insbesondere weil wir jetzt auch noch Legierungen ausgeben in unserem Holotheater. Ja, kann man jetzt hier nicht sehen, aber das Holotheater braucht ja auch noch Legierungen. Das heißt, wir werden noch weniger Möglichkeiten haben, neue Korvetten zu bauen. Ich spare jetzt hier auch schon mal die 200 Legierungen, wobei ich brauche keine Legierungen zusammen zu sparen, die können wir einfach gleich kaufen. So, Lord Solomon, da habe ich gesagt, da möchte ich gerne auch kolonisieren. Das mache ich jetzt auch. Und zwar baue ich die Sternenbasis für lächerliche 56 Einfluss. Jetzt haben wir die Legierung da schon aufgebraucht, die wir haben. Das heißt, ich gehe mal in den Markt und kaufe mal ein paar Legierungen. Diesmal vielleicht auch vernünftig. Ich brauche 200 Legierungen, das heißt, ich müsste hier einmal Geld ausgeben. Und hier nochmal Geld ausgeben. Und dann haben wir genau die 200 Legierungen. Und dann können wir auf der Arktis-Station hier das nächste Kolonieschiff schon mal bauen. Und können das dann gleich da direkt nach Lerzomon übersetzen, sobald es fertig ist. Müssen wir nicht warten, bis wir die Sternenbasis gebaut haben. Thema Sektoren übrigens mal. Ich glaube 4 war die magische Zahl. Es könnte auch 5 gewesen sein, ich meine sie war 4. Ich habe hier im Hintergrund, seht ihr das? Das hier ist so alles abgegrenzt als ein Sektor und hier diese kleine Grenze, die hier eingezeichnet ist, die ist, glaube ich, ist eine Darstellungssache. Also wenn wir hier das Reich hier noch erweitern, dann wird das alles zusammenwachsen zu einem großen, das ist jetzt hier nur optisch, weil das so eng ist. Wir haben hier noch einen Sektor, der von Arctus ausgeht, der ist so 4 Planeten, glaube ich, lang. Oder 3, könnte noch 3 sein, also auf jeden Fall geht der hier locker bis Ducht. Ja, und irgendwann wird das Reich so groß werden, dass wir mehrere Sektoren brauchen, die müssen wir dann definieren, die können wir dann auch noch verwalten. Ich denke, die Paladin werden kein riesiges Reich werden, wir werden sehen. Ah, ein Wissenschaftler, sehr gut. Mamercus Novius, das ist einer von unseren Fliegern, unseren Forschungsschiffbesatzungen. Der hat eine neue Eigenschaft entwickelt, und zwar hat er Fachwissen über Partikel. Okay, der qualifiziert sich damit, Star System charted, in die interne Forschung versetzt zu werden. Und das Sonnensystem ist fertig kartografiert und es ist leider ein sehr langweiliges System. Also das ist leider Construction complete. Mit relativ wenig interessanten Dingen verbunden. Und wir gehen hierhin weiter, weil das ist natürlich auch ein ganz nettes Gateway-System hier. Ob ich da oder da bin, ist egal. Ich muss nur ein System verteidigen. Wir haben die Sternenbasis in Letzomon abgeschlossen. Wir bauen dann hier direkt auch die Bergbaustation dazu. Sonnensystem ist erkundet, soweit klar, haben wir gerade gesagt. Gehen wir da hin rüber. In Brink sind wir noch am Forschen. Und Serlago, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ich habe. Ich regiere Oros und ich bin Star System charted. Wundervoll. So,
es wird bizarr, weil die Anführer haben eine begrenzte Lebenszeit. Der Salago ist jetzt 43, jetzt ist er älter als ich. Irgendwann stirbt er. Was mache ich denn dann? Komet gesichtet. Vor kurzem wurde im Arktus-System ein kleiner Himmelskörper beobachtet, der ausgeprägte gas- und partikelartige Schweife hinter sich erzog. Sein Vorbeiflug lief ereignislos. Das ist ein gutes Omen. Wir haben 40 Einigkeit gratis erlangt und diese 40 Einigkeit bringen uns zu einer neu verfügbaren Tradition. Also wir machen hier immer die Ausbreitung, machen wir fertig und dann fangen wir die nächste an. Hier alle verschiedenen anzufangen, das mache ich nicht. Hier können wir 10% Bewohnerwachstum machen. Das wird natürlich super passend zu einem DNA-Mapping, was wir da auch schon erforschen haben. Einen richtig fetten Boost auf einmal. Sternbasenunterhalt ist noch nicht so attraktiv. 20% weniger ist aber super. Müssen wir, also haben wir eh irgendwann. Wir haben aber im Moment nur eine Sternbasis, also es ist nicht wahnsinnig viel, was da wegfällt. Und hier ist das Kuriernetzwerk. Das macht Reichsausbreitung von Systemen und Kolonien um 25% reduziert. So, schaut mal, wir sind hier schon mit der Reichsausbreitung, wir sind schon ein ganzes Stück weit. Ne? Wir haben schon 43 von 50. Ist aber noch nicht ganz so kriegsentscheidend. Ich möchte gerne erst, dass die Wachstumsgeschwindigkeit hier erhöhen. Und dann nehmen wir das als nächstes Kuriernetzwerk. So. Dann geht's weiter. Ich könnte auch mal vielleicht doch auf schneller stellen. Das passiert doch schon die ganze Zeit was. Achtet auf die Mineralien im Mardum-System. Die Analyse der Zusammensetzung des Asteroiden lässt auf interessante Funde zurückschließen. Das ist eine Routine für unseren Turulius. Den habe ich noch nie mit Namen genannt, fällt mir gerade auf. Wo sind wir denn? Mardum ist hier oben. Nee, lass mal erstmal sein. Ich glaube, da oben ist irgendwie die Ecke, wo ich vielleicht doch am ehesten noch ein Stück weiter rausgehe. Da möchte ich gerne eher schnell erforschen. Und hier, oh, keine Befehle, das habe ich irgendwie verpennt scheinbar, das Bringsystem. Oh, da war gerade die Nachricht, also habe ich es nicht so lange verpennt. Sphere of Influence expanded. Wir haben eine Kolonie aufgebaut. Ah, sehr gut, das gucken wir sofort an. Eben kurz das hier. Ich glaube tatsächlich, das sieht so aus, wie das hier gerade aussieht. Hier brauche ich nicht weiter zu forschen. Da gehe ich lieber hin und gehe noch weiter raus mit der Forschung. Und zwar hier unten hin. Das können wir uns bei Zeiten aneignen hier alles, wenn Grenzen bestehen. Also Rollenspiel schön und gut, aber man muss ja nicht dumm spielen oder ein Rollenspiel. Ne? So, Rabinok ist jetzt eine vollwertige Kolonie. Endlich ist es soweit. Rabinok, so, da kann man natürlich trotzdem noch nicht viel machen. Die Octavia verwaltet hier den Sektor, damit auch Rabinok zusätzlich zur Arktus. Und wir haben hier einen Planeten der Größe 13, auf dem wir 2 Bewohner haben. Da haben wir mal irgendwann einen Perk bekommen, dass das möglich war. Wir haben hier genug Wohnungen, 3 Wohnungen sind zur Verfügung noch, da brauchen wir keine zusätzlichen, aber wir haben keine Jobs, also sobald der nächste Pop hier auftaucht, fehlen uns Jobs, das heißt, wir gehen mal hin und bauen hier was. Und ich denke, was gut ist, ist, wir werden einen Bergbaudistrikt bauen, wo dann irgendwann Wohnungen zur Verfügung stehen werden. Also der macht sowohl Wohnungen als auch Jobs, das meinte ich jetzt eigentlich, Jobs werden zur Verfügung stehen. Das heißt, sobald hier die nächste Population kommt, ist sie nicht direkt arbeitslos, sondern ja, die kann auch direkt was tun. Und mit diesen wunderbaren Nachrichten, mit unserer neuen Kolonie Rabinok, würde ich sagen, verlasse ich euch für heute. Ja, ich hoffe, ihr seid mit Feuereifer dabei. Noch sind wir immer noch allein im Weltraum, aber ich glaube, beim nächsten Mal bin ich sehr guter Dinge, dass es soweit ist, dass wir vielleicht eine andere Zivilisation treffen werden. Ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.